Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich auf diesem Weg zu Ihnen sprechen kann. Und vielen Dank vor allem auch für Ihr Engagement für ein digitales Gesundheitswesen. Ja, die Digitalisierung ist ja schon lange in aller Munde und gerade im Gesundheitswesen sind wir uns einig, dass wir dort noch viel aufzuholen haben. Ich mag aber eigentlich gar nicht so viel von Digitalisierung zu sprechen, weil oftmals arbeiten wir heute schon digital, aber die Prozesse sind nicht automatisiert und sie sind nicht miteinander abgestimmt. Das heißt, wenn ich heute in einer Arztpraxis bin oder in einem Spital, sehe ich nur noch wenige Menschen, die wirklich alles von Hand auf ein Papier schreiben. Aber dennoch klagen wir alle über immer mehr Bürokratie und darüber, dass wir immer weniger Zeit bei der Patientin oder beim Patient haben und mehr für Administration aufwenden müssen. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit zwar digitalisiert, aber wir haben es nicht so gemacht, dass es zu unserem Nutzen ist, sondern am Schluss geht es darum, dass wir eigentlich mehr Zeit wieder bei den Patientinnen und bei den Patienten haben können. Wir müssen nun umdenken. Und anstelle, dass wir nun einfach über das eine oder das andere Gesetz sprechen, ich komme da auf das elektronische Patientendossier oder auf Digisonte, wo ich da später noch darüber sprechen werde, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns zuerst darüber unterhalten, was ist denn das Zielbild von eHealth in der Schweiz? Wie soll 2030 das Gesundheitswesen aufgestellt sein? Welche Daten sollen über welche Kanäle von wem verwaltet werden? Und wie können wir sicherstellen, dass wir gerade auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz die Technik zu unseren Gunsten nutzen können und nicht am Schluss noch mehr Zeit am Bildschirm verbringen? Weil ich glaube, das ist nicht das, was die Menschen im Gesundheitswesen gerne tun. Sie arbeiten gerne mit den Menschen und nicht mit dem Computer und dem Bildschirm. Als Gesetzgeber können wir die Rahmenbedingungen setzen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber wir können sie nicht umsetzen. Und das ist mein Appell an alle Akteure im Gesundheitswesen. Da ist natürlich der Regulator, der Bund und die Kantone ein wesentlicher Teil davon, aber nicht nur. Es müssen alle gemeinsam an einen Tisch kommen und darüber sprechen, wo wir jetzt genau Fortschritte machen können. Weil es braucht gezielte Erfolge, wo die Leistungserbringer Freude haben, wo die Versicherer Freude haben, wo aber auch die Patientinnen und Patienten Freude haben. Denn wenn wir selber den Nutzen der Digitalisierung tagtäglich erleben können, dann werden wir alle Fürsprecher der Digitalisierung und dann werden die Letzten, die noch Zweifel daran haben, ob die Zukunft digital sein wird, werden auch einverstanden sein, dass wir vorwärts machen müssen. Und genau aus diesem Grund habe ich beim Projekt Digisonte Anträge eingereicht, dass diese mehrere hundert Millionen Schweizer Franken, welche der Bund nun investiert in die Digitalisierung im Gesundheitswesen, einerseits priorisiert werden müssen und diese Prioritäten sollen nach dem konkreten Nutzen passieren. Das heißt, dort, wo wir einen konkreten Nutzen für die Leistungserbringer, für die Versicherer oder eben vor allem auch für die Patientinnen und Patienten sicherstellen können, diese Projekte müssen zuerst angegangen werden. Wir brauchen jetzt Erfolgserlebnisse. Leider ist das beim elektronischen Patientendossier bisher nicht der Fall. Natürlich, der Gesetzgeber hat Fehler gemacht. Wir haben ein zu enges Korsett im Gesetz gemacht. Und wenn man die Debatte von damals heute nachliest, dann kann ich wirklich sagen, da waren wir zum Glück schon von Beginn an auf der richtigen Seite. Aber die Zweifler waren in der Mehrheit. Es gibt nun eine Revision dieses Gesetzes über das elektronische Patientendossier. Man will beispielsweise, dass es obligatorisch wird für alle Leistungserbringer, für alle Patientinnen und Patienten, für alle Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz. Ich glaube auch, dass ein solches Projekt nur funktioniert, wenn es vor allem die Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer auch leben. Also wenn ich heute in eine Apotheke, in eine Arztpraxis gehe, dann muss sichergestellt sein, dass die Daten direkt in mein EPD kommen können. Aber das EPD muss auch benutzerfreundlich sein. Und das ist es heute noch nicht. Ich habe selber eines seit einem Jahr und ich muss sagen, meine alte PDF-Ablage hat etwa denselben Wert wie nun, diese EPD-Lösung. Und ich hoffe sehr, dass die Softwareanbieter noch die nötige Kapazität haben, auch finanziell, um das EPD weiterzuentwickeln, weil wir brauchen ein gutes Patientendossier,
Es kann uns viel ersparen, es kann uns Doppeluntersuchungen ersparen, es kann die Behandlungsqualität steigern. Also es geht nicht der Digitalisierung wegen, sondern es geht darum, dass wir letztendlich ein noch besseres Gesundheitssystem haben, eine noch höhere Qualität und weniger Leerläufe, was am Schluss dazu führt, dass eben auch die Kosten senken können. Verschiedene Studien gehen davon aus, dass man mit der Digitalisierung über 10% der Kosten in der obligatorischen Versicherung einsparen kann. Und dieses Potenzial müssen wir endlich nutzen. Gerade wegen der demografischen Entwicklung werden wir immer mehr Menschen haben, die mal Patientin oder Patient werden. Und wir haben immer weniger, die noch auf dem Arbeitsmarkt sind. Und alleine schon deswegen ist es wichtig, dass wir in der Digitalisierung vorwärts machen, weil wir werden nicht mehr all die Arbeitskräfte finden, welche diese manuellen Prozesse, die Sie heute teilweise noch vorfinden, erledigen können. In diesem Sinne haben Sie mein Versprechen, ich werde alles geben, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen optimal sein wird. Aber wir brauchen auch Sie, wir brauchen einerseits Sie in der Umsetzung dieser Gesetzgebung. Der Gesetzgeber kann nur einen Teil beitragen, es ist am Schluss auch in Ihrer Verantwortung, dass es gelingt oder nicht. Und wir brauchen aber auch Ihre Inputs. Engagieren Sie sich in Vereinen, in Verbänden, in der Politik. Kommen Sie direkt auf uns zu mit Ihren Anliegen, weil nur wenn wir Ihre Stimme hören, können wir auch sicherstellen, dass die Gesetze eine hohe Qualität haben. Besten Dank für Ihr Engagement und ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Tag.